Hallihallöchen und weiter geht's mit dem Upgrade unserer Gewinnungsanlage. Dings, Gedüngens. Na. Wir brauchen mehr, wir brauchen viel mehr. Ja, wobei, ganz ehrlich, von dem Uran könnte ich eigentlich ohne Menge wegschmeißen. Da brauchen wir nie im Leben 60%. Also 60.000 Blöcke. Wir haben nur zwei AKWs. Gut, wir wollen noch ein drittes AKW bauen, ja, aber trotzdem. Niemals solche Mengen. Da bräuchten wir 30.000 AKWs. Hey. Schwierig. Das ist alles schon echt ganz schön höllisch übertrieben. Und wenn ich mal bedenke, ich meine, unsere Anlage läuft ja jetzt nicht so häufig. Und wenn ich mal bedenke, was Voland der seine Anlage läuft da wirklich fast rund um die Uhr. Wobei jetzt gerade nicht. Digga, was der alles produziert haben muss. Was will er damit machen? Warum läuft eigentlich die Anlage überhaupt? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in so einer Midlife-Crisis. Ja. So, die beiden Dinger hier sind zum Glück relativ schnell gemacht. Und hier müsste dann auch gleich ein Diablock reinkommen. Nice. Und hier muss gleich ein Meterblock rein. Oh, gut, die brauchen wir ein bisschen länger. Oh. Gleich geschafft, Leute. Gleich haben wir es geschafft, ja. Bitte beruhigt euch. Wir haben es gleich geschafft. Noch zweimal und dann ist das Ding leer. Schätze ich mal. Okay, doch nicht zweimal. Dann halt doch dreimal. So, jetzt müsste da gleich ein Mieseblock kommen. Yes! Wir haben unser Ziel erreicht, Leute. Was ist das halt noch da? Alter, das Gelb leuchtet einfach zu hell. Das burnt in die Augen, ey. Habe ich das reingepackt? Nee. So, siehst du? Ohne die Upgrades sieht es doch gleich viel mehr aus. Nice. Gut, dann können die jetzt hier weg. Die kommen dann oben wieder in die Kiste. Was haben wir hier eigentlich? Holz. Schön. So, und jetzt nehmen wir mal hier überall einen Block weg. Schmeißen das alles wieder in das Ding rein. Nein. Ah, haben wir schon einen. Kurz mal raus. So. Ach, ich hab schon wieder. Leck mir doch an der Eier.
Das ist ja schlimm, ja. Ich hoffe mal, er nimmt immer der Reihe nach weg. Muss das Chrom und dann Zink und dann Chrom kommen. Du bist nur eingestellt. Genau, bei Priority, genau. Du musst also der Reihe nach rausnehmen. So, der müsste jetzt nach oben ganz rechts gehen. Und der zweite unten ganz rechts. Ja. Ja, perfekt. So, der wieder oben ganz rechts und dann unten. Also, der zweite von rechts jeweils. Ja. Ja, oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es funktioniert. Ja. Ja, oh Gott. Oh. Magic. Oh mein Gott, es funktioniert. Ja. Und die müssen jetzt genau in die Mitte gehen. Ja? Ja. Und jetzt die beiden wichtigsten. Die gehen jetzt direkt in den Mülleimer, ne? Und dann heule ich. Bitte nach links, bitte nach links. Links, links, links. Ja. Ja. Und Kohle. Hey. Hey, hat er nicht Kohle genommen? Er hat noch einen Kohleblock gehabt. Ach, der halt hier. Ah, ja, nevermind. Du bist auch noch da. Achso, und wir noch einmal Mese. Warum auch immer. Ah ja, stimmt, weil der ja einmal produziert hatte. So. Und er geht. Ja. Woll ja. Cool. Das heißt, die Anlage funktioniert. Und sobald irgendeins von den Dingern voll sein sollte, geht es an ein, also eins von den acht, weil es funktioniert, wie gesagt, nur bei diesen acht Dingern. Wenn die einer dieser acht Dinger voll sein sollte, geht das, was da nicht mehr rein kann, einfach in die Mülleimer. Ein von den beiden, je nachdem. Das untere geht der untere, der obere, logisch. Ja. Wie gesagt, die vier sind nicht geschützt, genauso wie das hier nicht geschützt ist. Das heißt, hier müssen wir immer noch aufpassen, aber sind, deswegen habe ich ja auch die Sachen umsortiert, sodass bei den vier Sachen drin sind, wo die Kisten nicht so schnell voll wären. Ich meine, wir haben hier 5%, hier 14%. Gut, hier haben wir jetzt 10 und 12, weil wir jetzt hier weniger Upgrades drin haben, aber das ist halt ein Witz. Das hier könnte noch ein Problem werden. Da haben wir hier immerhin schon 30%. Ne? Also das Ding könnte tatsächlich schon ein Problem werden. Ja, aber wie gesagt, die Dinger, wo wir hier massig haben, gut, jetzt nicht mehr, haben wir ja eine Menge weggeschmissen. Ah ja, die drei waren ja komplett auf 100%. Und hier haben wir auch 90%, 60%, nee, what? Ja, 60%, 40%. Die beide hier nicht so sehr. Ja, ist schon echt heftig. Das ist schon krank. Das ist einfach nur krank. Okay. Halten wir einfach mal so fest, es ist und bleibt krank. So, ich würde, wir haben Queries, Vorkabel sind, genau, Pipes an Doren reparieren haben wir ja auch schon gemacht, gleich am Anfang. Stuff aus Doren wegwerfen haben wir auch gemacht. LV-Kabel entfernen. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, wir haben hier letztens, da war ja ursprünglich mal unsere LV-Anlage und die war ja mit der Seite verbunden über ein Kabel, das hier unten lang ging. Deswegen haben wir hier diesen komischen Auswulst, dass hier so nur so ein Platten dran sind. Das Kabel brauchen wir aber gar nicht mehr, weil es die LV-Anlage gar nicht mehr gibt. Ergo können wir das Kabel da wegnehmen und die Blöcke gegen ganz normale Blöcke austauschen. Okay, eine alte Schildzacke hier zum Beispiel oder eine angefangene. Da zum Beispiel. Danke. Okay. Das heißt, wir können. Tisch weg, Tisch weg, Tisch weg. Dankeschön. Brauchen wir noch eine Schere. Ja, doch hier oben. Oder Messer geht auch. Sehr großes Messer, ist ein Küchenmesser. Hey.
Da oben können wir das Kabel eigentlich auch gleich komplett entfernen. Hier. Das ganze Ding brauchen wir auch gar nicht mehr. Oh. Ja gut. Denn wir haben ja keine Frau mehr. Ey, lass mich rein. Ich bin Arzt. Dankeschön. So, kann ich mir das eigentlich auch mal reparieren. Ist ja schlimm. So, das heißt, das Ding kann auch weg. Aber brauchen wir ganz viele von diesen Bricks und Achso, das ist hier genau die Lampen. Die Lampen waren ja richtig. Die Lampen können also wieder hin. Genau. Aber diese Stone-Tiles, die können weg und stattdessen brauchen wir richtige Blöcke. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie viele. 6 klingt irgendwie falsch. Müsste jetzt nicht 7 sein? Müsste noch 7 sein. Wieso ist es 6? Ich bin verwirrt. Es müssten noch 7 sein. Guck mal, hier sind doch immer 5 Lücken. Ach nee, never mind. Eben, da waren es ja auch 5. Aber wir haben hier nur einen abgebaut, nicht 2. Hier unten war ja dieser Transfer-Schwanz-Tor. Also richtig. Alles korrekt. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar mit. So. 4 bekommen wir. Aber 6 reicht nicht. Doch. Nee, reicht nicht. Also brauchen, ja. Easy. So, kommen da und da zum Ding hin. Und hier unten machen wir einfach komplett dicht. So. Und so. Und dann klatschen wir einfach die Lampen unten ran. Easy. Voila. Schon sieht der Raum endlich mal wieder vernünftig aus. Ja. Sehr, sehr schnieke. Achso, genau, das ist ja der Abzweck zu unserer neuen Hütte. Mit dem langen, langen Tunnel. Ich wünschte übrigens, es gäbe statt dieser High-Priority, also nicht statt der, sondern zusätzlich zu dieser High-Priority-Pipe, auch noch eine Low-Priority-Pipe. Das wäre ganz geil. Ich meine, gut, können wir jetzt hier nicht einsetzen. Glaube. Doch, genau, da können wir nämlich hier ein ganz normales Rohr. Nee, können wir nicht. Dann müssen wir da die Low Priority ransetzen, statt dem Ding. Aber, ja, gut, würde also kein Vorteil bringen, wäre nur hier eine andere Pipe an der Stelle. Aber trotzdem wäre sowas als allgemein jetzt für andere Anlagen auch, denke ich mal, schon sinnvoll, sowas zu haben. So, wir brauchen gar nichts. Wir können jetzt mal aufräumen hier. Sieht ja aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Und das kommt nach da. Das fahre ich doch erstmal hier rein. Das auch. Die kommen nach da. So, jetzt brauchen wir aber unsere Mesekon wieder. Damit wir mal die Anlage wieder scharf schalten können. Also besser die Ausgabe von den Dingern wieder scharf schalten können. Und ich hätte gerne immer noch hier einen Weg, den wir hier so irgendwie lang bauen können. Weil ich meine, hier drauf laufen geht, ja, aber das fühlt sich so scheiße an. Vor allem ist es halt so tief. Ich hätte gerne schon eine Ebene höher. Was mir gerade. Warte. Haben wir irgendwie so Stahlplatten oder sowas? Oder Beton. Beton würde optisch auch funktionieren. Gib mir mal her. Dann mache ich mal daraus. Nee, Stahl macht schon mehr Sinn, ne? Problem ist halt, wenn ich jetzt hier aus dem Stahlblock so Stahlplatten mache, dann sieht es halt nicht aus wie ein durchgehender Stab, sondern so aneinander, das macht halt keinen Sinn optisch. Was wir aber machen können, ist sowas wie hier, dass wir sowas hin platzieren. Die sind. Ah ne, die sind auch 2 hoch. Warum sind die Dinger 2 hoch? So kacke. Ich bräuchte irgendwas, was 1 hoch ist. Also müssen wir wirklich wahrscheinlich irgendwas sägen. Gibt es denn da irgendwelche Stahlgitter-ähnlichen Dinger,
Nee, sieht nicht stabil genug aus. Man soll ja auch schließlich drauf laufen können oder das Ding zusammenbricht. Das sieht doch stabil aus. Rostige Eisenstäbe. Das ist das stabilste der Welt. Ich suche mal nach Bars. Ja, wir haben wieder die Dinger, die aber zwei hoch sind. Oder die waren noch zwei hoch, ne? Stahlgitter. Die waren doch zwei hoch. Achso, ihr seht, wo die geht. Ach, die sind in der Mitte. Na gut, okay. Dann bringt uns also auch nichts. Ah. Deprimierend. Ja, und die Türen sind auf jeden Fall 2 Pixel hoch. Was will man denn hier? Na, wie gesagt, Backup-Plan, falls nicht alles funktioniert, wären die Dinger. Dann packen wir einfach davon ein paar nebeneinander. Aber dadurch, dass es halt einzelne Teils sind, sieht es halt auch nicht so stabil aus. Da hätte ich lieber etwas, was aussieht, als wenn es wirklich durchgehend wäre. Aber. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viel. Ja. Na komm, fick die Henne. Da machen wir es halt wirklich mit den Stahldingern. Reicht eins aus? Ja, müsste eigentlich. Ah ne, wir kriegen immer nur 8 raus. Wie viel brauchen wir da eigentlich? Ich glaube, 8 reicht nicht aus, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, ein zu wenig. Natürlich wieder genau ein zu wenig. Eines Tages bringe ich das Spiel um. Du kommst da rein. Du kommst da rein. So. Da waren wir 2. Ah ja, klar. Imperial 2. So, 16. Ja, alles gut. Danke. So, da müssen wir jetzt eine dahin packen. Dann brauchen wir das Replacement Tool. Replacement Tool. Das ja. Das kopieren wir. Ich traue mich immer nicht so lange, die Dinge gedrückt zu halten, weil ich, ne, weil ich da drüber einfach alles abbaue. Ja, gut, ich beende mal kurz die Folge.